W. Birkwald. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, durch Hartz-IV-Sanktionen werden arme Menschen obdachlos. Durch Hartz-IV-Sanktionen werden arme Menschen unzureichend ernährt. Sanktionen bedrohen die Gesundheit und das Leben von armen Menschen. Artikel 1 des Grundgesetzes lautet: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das muss für alle gelten. Die Linke sagt, Sanktionen sind unmenschlich und verfassungswidrig, deshalb gehören sie abgeschafft, und zwar komplett. Und deshalb ist es dreist, dass die SPD sich jetzt dafür loben lassen will, weitere Sanktionen gegen ältere Hartz-IV-Beziehende aus dem Änderungsantrag von Union und SPD gestrichen zu haben. Dass die Verschärfung bei der Zwangsverrentung raus ist, ist gut. Dass es die Zwangsverrentung überhaupt noch gibt, ist schlecht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich frage Sie, warum soll eine 63-jährige Hartz-IV-Beziehende die Hoffnung aufgeben, nochmal einen Job zu finden und stattdessen in eine vorgezogene und mit lebenslangen hohen Abschlägen bestrafte Rente gezwungen werden? Ich verstehe alle Betroffenen, die sich gegen ihre Zwangsverrentung wehren und die an diesem unwürdigen Verfahren nicht mitwirken wollen. Alle Älteren haben das Recht, selbst zu entscheiden, wann sie in Rente gehen wollen, auch Hartz-IV-Betroffene. Im Übrigen, liebe Koalition, Sie wollen doch, dass alle länger arbeiten. Und ausgerechnet Hartz-IV-Betroffene schicken Sie in die Zwangsverrentung. Also widersprüchlicher geht's doch gar nicht. Meine Damen und Herren der Koalition, an der unsäglichen Praxis der Zwangsverrentung von 63-Jährigen ändern Sie nichts, gar nichts. Die läuft genauso weiter wie bisher, nur eben ohne Sanktionen. Das Jobcenter stellt dann den Antrag bei der Rentenversicherung und schiebt die älteren Hartz-IV-Beziehenden in eine lebenslang gekürzte Rente ab. Das ist schlecht. Besser wäre, ihnen Weiterbildungsangebote zu machen und sie in gute Arbeit zu vermitteln. Die SPD sagt, sie wolle die Zwangsverrentung abschaffen. Die Linke sagt, tun Sie es endlich. Kümmern Sie sich um die Menschen, statt sie zu maßregeln. Schaffen Sie die Zwangsverrentung ab und alle demütigen Sanktionen in Hartz IV gleich mit. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Stefan Stracke, CDU-CSU-Fraktion.